Hallo und willkommen zurück auf dem Kanal Kallis Cook & Wood. Heute möchte ich euch zeigen, wie ich eine 1001 Nacht Reispfanne mache. Das Ganze im Dutch Oven. Und was ich verwende und wie das geht, seht ihr nach dem Intro. Folgende Zutaten benötigt ihr, kommen wir bitte ran. Wir brauchen Basmati-Reis. Dann brauchen wir Reisnudeln, Blattspinat, Süßkartoffeln. Da reicht uns eine. Zwei Knoblauchzehen. Und um das Ganze nachher noch abzuschmecken und zu verfeinern, ein bisschen Erdnussöl, Granatapfelsirup, das ist unser Hauptakteur heute, und ein bisschen Rotweinessig werden wir auch benötigen. Das Basmati-Reis, der ist vorgekocht im Salzwasser. Dann haben wir hier Reisnudeln, die kocht ihr euch auch im Salzwasser auf, weil wir die so klein haben wollen. Nehmt die euch einfach hoch und schneidet einfach nur kleine Stücken ab mit der Schere. Das Ganze wird bissfest gekocht, noch nicht ganz durchkochen, weil wir machen es ja nochmal im Dutch Ofen heiß. Dann zieht es nochmal durch und los geht's. Den Knoblauch schälen wir und schneiden uns einen Würfel. Ich habe wieder den richtig frischen Knoblauch. Der hat hier so eine richtig weiche Haut rum. Die machen wir ab. Jetzt einfach nur in Scheiben schneiden. Jetzt machen wir die Süßkartoffel. Schneidet ihr euch Streifen runter erstmal. Macht sie nicht zu dünn. Ich zeige euch das mal, wie ich das mache. Und jetzt schneiden wir sie uns in gleichmäßige Stücke, so Pommes-Formstücke. Dass sie ungefähr so dick sind. Die braten wir nachher ganz kurz an in dem Erdnussöl. Und das mache ich jetzt einmal zu Ende, dann sehen wir uns gleich wieder. Heizt euch den Dutch Oven vor. Ich habe jetzt 4 Kohlen drunter. Wir brauchen nicht so viel Hitze heute. Ein bisschen Erdnussöl rein. So ungefähr ein Esslöffel. Dann geben wir die Süßkartoffeln mal rein. Das machen wir jetzt so lange, bis sie alle so hier aussehen. So leichte gelbe Färbung bekommen. Geben wir den Knoblauch mit rein. Rösten den kurz mit an. Den Blattspinat geben wir auch gleich mit rein. Alles unterheben. Jetzt geben wir die Reisnudeln dazu. Geben das unter. So, dann können wir auch den Reis draufgeben. Legen wir das mal einmal durch. Dann können wir auch schon anfangen zu würzen. Die genaue Menge kommt nachher auf jeden Fall in die Infobox. Beginnen wir mal mit der Säure. Rotweinessig. Und wie gesagt, denkt daran, den Topf nicht zu heiß machen. Also nicht zu viele Kohlen unterm Topf.
Und ja, das Gericht könnt ihr auch locker in der Küche machen. Dazu braucht ihr keinen Dutch-Ofen. Es geht auch im Topf oder in der Pfanne. Dann nehmen wir den Granatapfelsirup auf. Mengen es einmal schön durch. Jetzt geht es ins Verkosten, das Beste zum Schluss. Guck mal hier. Ich habe es noch ein bisschen garniert mit Granatapfelkernen. Ich habe jetzt die Süßkartoffeln ein bisschen Biss festgelassen. Total lecker. Diese leichte Essignote von dem Rotweinessig. Diese Säure ist echt lecker. Kombiniert mit dem Granatapfelsirup. Wahnsinn. Macht es unbedingt mal nach. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, macht es gerne. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch. Kommentiert es auch mal gerne. Und bis dann. Wow, echt lecker. Schönes Sommergericht.